Hallo Leute, wir machen heute diese süße Kawaii-Kakao-Tasse mit Fimo. Ich hatte sie schon auf Facebook gepostet und sie ist bei euch wirklich gut angekommen und ich hoffe, euch macht das Tutorial jetzt viel, viel Spaß. Was wir alles brauchen, ist natürlich Fimo in der Farbe Schokolade und eine Tasse. Ich habe meine beim Nanunana gekauft. Das erste, was ihr dann macht, ist das Schokoladenfimo dünn ausrollen. Ich habe dafür meine Pastamaschine genommen. Dann schneidet ihr die Kanten gerade ab. Ich habe unten einmal gerade abgeschnitten und dann auf einer Seite. Dann setzt ihr das Fimo am Henkel der Tasse an und legt es einfach einmal drumrum. Kleine Fehler und Stellen, die noch nicht voller Fimo sind, die können wir später noch ausbessern. Wenn ihr alles ausgebessert habt und zufrieden seid, wie es im Moment aussieht, dann nehmt ihr einfach ein Cuttermesser und schneidet euch diesen welligen Rand zurecht. Das überschüssige Fimo könnt ihr dann einfach von der Tasse wieder abrollen. Kleinere Fehler könnt ihr jetzt noch kurz mit dem Finger ausbessern. Als nächstes habe ich dann noch kleine Schokotäfelchen drauf gemacht. Dafür habe ich einfach nochmal etwas schokoladiges Fimo ausgerollt und mir dann einfach Quadrate ausgeschnitten. Die habe ich dann auf die Tasse getan und dann typisch für die Schokoladentafel einfach diese Rillen reingemacht, damit es ausschaut wie kleine Täfelchen. Wenn ihr überstehende Kanten habt, dann könnt ihr die einfach abschneiden. Das könnt ihr dann auch wieder ganz einfach von der Tasse abziehen. Und verbessert einfach rum, solange es braucht, bis es euch gefällt. Letztes habe ich dann noch mein Gesicht drauf gemacht. Die Augen und den Mund habe ich aus Fimo gemacht und den Rest aus wasserfester Farbe. Wenn alles fertig ist und so aussieht, wie ihr wollt, dann könnt ihr die Tasse schon in den Ofen zum Backen schieben
Und zwar wie immer bei 110 Grad für 30 Minuten. Nachdem meine Tasse abgekühlt war, habe ich sie noch ein bisschen mit Nagellackentferner gereinigt, um die Fingerabdrücke und den Schmutz zu entfernen. Und dann könnt ihr sie auch schon benutzen. Dann seid ihr auch schon fertig mit eurer süßen Kawaii-Tasse. Die Tasse ist außerdem spülmaschinenfest. Ihr könnt sie aber auch, wenn ihr aufs Nummer sicher gehen wollt, mit der Hand sauber machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sehe euch dann zu meinem nächsten Video. Tschüss!